Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Seekotam. Heute das versprochene Video mit dem alten Fernseher und dem Modulator. Ich habe gesagt, ich kaufe mir den, weil der Fernseher hat keinen Videoeingang, keinen SCART-Eingang, weil er zu alt ist. Nur VHF und UHF Antenneneingang. Und dazu brauchen wir den Modulator, wenn man noch ein Bild damit haben möchte. Hier ist der Modulator, die Anleitung aus eBay für 30 Euro. Was der macht, der hat einen Videoeingang und einen SCART-Eingang und der moduliert das dann zu Antennenfernsehen. Das kommt dann hier raus und wird dann über ein zweites Teil, was man braucht, also hier kommen dann VHF und UHF zusammen raus, das kann der Fernseher aber nicht. Dann habe ich hier noch ein Teil gekauft, das trennt VHF und UHF wieder und geht dann getrennt in die Anschlussbuchsen von dem Fernseher. Ich habe jetzt so Bananenstecker, die passen zwar, aber die sind nicht wirklich gut geschirmt, aber ich habe jetzt nichts anderes. Diese Flachbandkabel, wie die früher genannt haben, nimmt man sonst normalerweise dafür. Ich habe aber nur eins und das ist etwas kaputt. Genau, das geht aber. Man sieht hier, es kommt noch nichts. Hier ist jetzt ein Receiver für DVB-T und meine selbstgebaute Antenne. Mache ich noch ein Video drüber. Und jetzt schalte ich mal den Modulator an. Jetzt steht da E3. Wenn man das sieht, da steht jetzt E3. Und das bedeutet, ich schalte auf VHF. VHF ist dieser grobe Regler an eurem Fernseher. Moment mal. Hier unten der rechte Regler, der hier, der so, der grobe. So, den schaltet ihr dann auf 3, weil da steht im Display E3, also hier auf 3. Und dann schaltet ihr auf VHF. Und schon habt ihr euer Bild. Ich habe leider keinen Ton, ich weiß auch nicht wieso. Ich weiß es echt nicht. Also, ist komisch halt. Aber genau, das Bild ist nicht so schlecht, wenn man es erstmal eingestellt hat. Das ist jetzt N24. Natürlich ist er noch schwarz-weiß. Wenn da jetzt nicht E steht, also ihr könnt das natürlich einstellen, hier kann man das einstellen. Ja, jetzt gehe ich mal so, jetzt zeige ich euch nochmal, wie UHF funktioniert. Also ich gehe jetzt hier einfach mal weiter. Dieses 5,02, weiß ich auch nicht, was es bedeutet. Geht jetzt weiter, E wieder, E7 und bis zum Ende. Und dann kommt irgendwann jetzt eine Zahl ohne Punkt und Komma. 25 und das ist jetzt UHF. Jetzt schalte ich hier um auf UHF und UHF ist dieser Feinregler. Und da müsst ihr natürlich auch auf 25 stellen. Ja. So, das Bild ist jetzt grob da. Man kann es noch fein einstellen, aber bei Kanal 25, der ist nicht so gut. Ich gehe mal weiter auf Kanal 30, der ist etwas besser. Man muss ihn suchen. Da ist er. Und der ist sauber drin. Und wenn ich jetzt nur minimal hier dran drehe, wird das Bild schon nicht mehr gut. Also man muss es wirklich, man braucht da Geduld für. Und dann hat man es richtig drin. Dann kann man auch den Kontrast und die Helligkeit ein bisschen einstellen. Dann geht es. Genau, also so funktioniert der. Mal grobe Erklärung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt was damit anfangen. Es ist auf jeden Fall nützlich für Sammler wie mich, dass man noch ein Bild drauf kriegt auf diese alten Fernseher. Wenn noch ein Ton dabei wäre, wäre es toll. Aber ich werde wahrscheinlich an den Videoausgang vom Receiver einfach einen Lautsprecher anschließen. Und dann hat sich das auch. Genau, das war's mal auch schon wieder. Also tschüss.